Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen eine weitere Folge, ja, Ultimate General Civil War. So, und gleich ein Vermerk hier zu meiner Gruppe. Und zwar, ja, große Verluste. Wir haben eindeutig zu wenig Leute. Ich habe jetzt hier im dritten Korb mit Plänkler wissen, dass wir hier die Einheiten voll kriegen. So, und wenn wir später die alle auf 2000 haben, dann können die wieder rausfliegen. Das mache ich ja so ähnlich im ersten Korb auch. Wenn Hector und Pound zu hohe Verluste haben, fliegen sie raus und ich natürlich genug Männer habe, dann bauen wir da noch mehr Infanterie rein. Ja, hier im dritten, wie gesagt, ist noch nicht so viel. Aber ich habe sie fast alle auf 2000. Fast alle. Bei einigen hapert es noch ein bisschen an der, müssen sie ein bisschen aufsteigen, die Offiziere. Und ja. Soweit dazu. Vierte Korb ist da, aber ja, hat nichts, ne? Also ein fünftes Korb zu gründen macht zwar Sinn, aber noch nicht. Wir brauchen mehr Leute. Ich hatte extra hier schon über welche eingekauft. Darum habe ich 30 Einfluss verloren. Jo. So viel dazu. Wollte ich nur mal gezeigt haben. Jetzt haben wir kein Geldproblem. Jetzt haben wir ein Menschenproblem. Freiwillige. So, wir haben zwei Schlachten. Down River, 31.12. Ihr spinnt doch, ihr Amerikaner. Und das 4 Tage vor Weihnachten. Dann sind wir jetzt hier 4 Tage vor Weihnachten. Ifreds will. Zack, machen wir. Komm. So, 20. Dezember 1862. Streitkräfte der Unionisten sind auf der Everettville auf Expedition. Unsere Spione berichten, dass sie planen, die strategisch wichtige Eisenbahnbrücke der Wilmington and Weldon Railroad zu zerstören. Wenn sie erfolgreich sind, werden sie unsere wichtigste Versorgungslinie vom Hafen in Wilmington unterbrechen. Wir müssen sie angreifen und ihre Pläne durchkreuzen. Jo. Stellt sich eine Frage, welches Korb ich nehme. Zweite. Weil da die Offiziere eigentlich auch noch mehr Erfahrung brauchen. So, genau. Ja, wir müssen sie abfangen. Und das ist die Kreuzung. Ja, so viel dazu. So, was haben wir an Truppen? Infanterie, Infanterie, Kanone, Plättchen. Jo. Ja, das sind, glaube ich, auch alle wichtigen Infanterieleute. Art Battle und Pause. Müssen wir überlegen, wie wir angreifen. Da ist die Kreuzung. Und ich denke mal, die werden hier komplett hängen. Vielleicht sogar hier so diese Schräge, vielleicht sogar. Das heißt, wir könnten von hier den kompletten Angriff. Ich würde sagen, hier kommen 3 Einheiten und Kavallerie hin. Vielleicht sogar ihr 3. Sinn ergeben. Kavallerie. Kanonen hätte ich gerne. Werden am längsten brauchen. Der Rest der Truppen können ja erstmal. Lass mal in diese Richtung gehen, dann überlege ich mir gleich was. Oh, ein bisschen vor. Oh, die Kanonen habe ich nicht bewegt. Doch, sagen. Okay. Tun wir ein bisschen vor. Kavallerie. Gucken, können da schon übersetzen.
beiden. Ah. So viel dazu. So, jetzt gehen wir mal auf Play. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann können wir 4 hier rüber. Sind wir gerade. Hier werden den Hauptangriff führen. Aber erst müssen die angreifen. Die sollen sich, ich stelle mir das gerade wie eine Tür vor. Die holen aus. Wenn ich mit den Leuten auf einer Höhe bin, greifen die an. Wenn wir die Aufmerksamkeit der Kreuzung auf diese Leute haben, kommen die zutage und versuchen hinten durchzubrechen. So mein Plan. Ah. Der Plan kann natürlich durch irgendwelche Speer, Kavallerie, natürlich vernichtet werden. Das Wichtigste ist aber erstmal, dass die Kanonen in Formation sind. Dass die erstmal quasi da sind. Hier wird es ja gleich interessant, weil es kann ja sein, dass der Feind hier schon quasi hängt. Also hier irgendwo oder hier auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen hier über das Scheißgelände am besten hier rein und von da an zu nach gerade rausgehen. Kanonen sind fast bereit. Zeit ist auch schon viel abgelaufen. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh. Die Einheit. Noch eine Runde. Da haben wir was entdeckt. Kanonen sind fast bereit. Den Spot daneben. Beiden. Da. Ja, wir haben ihn gesehen, Jackson. Jackson zurück. Und dann können wir mal diesen Wald aufklären. So, schieß mal ins Nix. Kann mit leben. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Wald nämlich auch was ist. Dann gleich hinterher. Ab in den Wald. Dann da in den Wald ausharren. Hört sich aber so an, als ist da, dass da was ist. Aber alle vier Einheiten haben ja noch das Signal oder die, dieses durchgestrichene Auge, dass sie quasi nicht erkennbar sind oder nicht erkannt sind. Hier unten auch. Wir machen es vielleicht komplizierter als es ist, ich weiß es nicht. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Aber was für Deckung haben wir da überhaupt drin? 100. Wenn wir jetzt noch weiter nach vorne gehen, sind wir ja in der Reichweite der Kanonen. Und da sind Feinde gewesen. Ich zieh den mal kurz zurück. Ich möchte hier lieber die Infanterie haben, als ja, meine Kavallerie zu opfern. Ich spule nochmal einen Tuck vor. Weil mir geht langsam die Zeit flöten, ne? Ja, und da ist der Kampf da. Der Feind ist gesichtet. Wir sind gesichtet. 100%. So, ist natürlich jetzt nicht so gelaufen, wie ich wollte. Oh, diese laufen immer noch. Aber die Kanonen sind da. So, Feind gesichtet, Spot. Männer nach vorne. Kanonen, Ziel habt ihr. Feuer. So, euch ziehe ich jetzt dahin.
müssen diesen Wald beobachten. So. Apropos Wald, wir gehen jetzt hier an den Rand. Der EE gesichtet. Boah, da kriegen wir voll auf die Kanone was. Los, Männer! Töten, 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 töten! Oh, 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 da geht's los. Halt! Feuer! Noch dran? Glaube nicht. Oh, da werden wir auch schon im Feuer genommen. Oh, die sind auch nicht mal da, wo sie sein sollen. Wir brauchen die Kreuzung, verdammt. Warum treffen die Kanonen da nicht? Feuer! Rauf da! Er läuft. Platt machen da, platt machen. So, Formation wieder zu sich nehmen. Oh, die haben sind da oben auch ganz schön Bredouille. So, Kanonen, Feuer. So. Ausscheren, oder nur den einen brauchen wir. Einen brauchen wir hier. Marschieren! Er läuft. So, das heißt, nach vorne. Vorne in den Wald rein. Los! Hier beschäftigen wir sie, ist okay, kann mit leben. Dann ist der Plan hinfällig. Und die Kavallerie ist komplett am falschen Ort, finde ich. Meine zumindest. Schützen, Feuer, Feuer auf Foster, Feuer auf Foster. Kanonen, feuert doch mal. Wir müssen in den Wald. Ach, Anderson wurde getötet. Toll. Hat er toll gemacht, der Anderson. Und warum sterben die hier nicht? Ist auch noch im Wald oder was? So. Charge. Charge. Feuer. Kanone. Feuer. So. Tötet sie, tötet sie, tötet sie. Na, er wird geflankt von hinten. Los, Feuer. Hier stehen bleiben und Feuer auf. Feuer. Auf die Kavallerie. Feuer, 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 bevor er flankiert wird. Weiter. Kanonchen. Oh, schon wieder bei den Freunden. Tötet. Aber hier Nahkampf. Attacke. Nahkampf. Attacke. So, ich bin auf Rennen gegangen. Scheiße. Feuer. Und unterstützen hier. Los! Weiter in den Wald rein. Wir unterstützen. Los! Dahin. So, jetzt will ich hier auch kämpfen.
hier, darauf feiern, ich mache mir jetzt schon Angst. So. Heißt es hier aber mal, halt Männer, halt, seid ihr in Raserei oder was? Mal, die rennt zurück, Costa. Mal, die rennt auch. Rennen rausnehmen. Nee, 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 upsala. Ach, Feuer. Die rennen auch wunderbar. Nachrücken, nachrücken, nachrücken. Halt, schießen. So, was haben wir da alles? Nachrücken. Ab in den Wald rein. Los. Kavallerie hinterher. So, Jackson, hol sie dir. Kanonen. So, die laufen. Das heißt, wir drehen uns jetzt um. Ah, der läuft auch schon. So, Schützen. Einer. Weiter. Weiter. Müsst marschieren. Und laufen. Jackson, hol ihn zurück. Wir brauchen ihn. Wir müssen da in den verfickten Wald rein. Schnell, 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 schnell. Achso, die formieren sich da erst. Los, los, los. Ah, nee, lauf weiter. Ah, das ist zu viel Kavallerie. Halt! Das wird dann nichts und bricht zusammen. Weiter. Weiter. Halt. Wird nichts, das. Oh. Halt. Jetzt muss die Zeit ablaufen. Verdammte Axt. Oh, wir müssen da zurück, wir müssen zurück. Nicht ohne Grund wollte ich da jetzt weg. Es ist auch so viel gewesen da hinten. Jetzt laufen die direkt in die Kavallerie rein. Ah, ja, ja, ja. Die sind auch
Die laufen jetzt gegenseitig. Ist das nicht schön? Nahkampf. Los. Ah ne, falsch. Los. Oh, die Kanonen laufen wieder da. Wunderbar. Hier wieder alt. Ihr müsst rüber. Kanonen bitte auf ihn da. So, jetzt müssen sich da aufteilen. Und da sind sie immer noch zu viel. Das stört mich. Da sind Schützen. Nahkampf. Nahkampf. Okay, beenden, bevor ich da noch größere Sachen mache. Wir haben gewonnen. Ja, 3000 Verluste. Es hat nicht so gut geklappt, wie ich wollte. Eigentlich wollte ich ja in einem, ja, hat nicht geklappt. Es hat einfach zu lange gedauert, die Leute da von außen rum zu bewegen. Und ja, hat einfach zu lange gedauert. Die wurden zuerst entdeckt und dann war auch das Problem, dass hier mehr Einheiten drin waren als gedacht. Darum habe ich jetzt hier auf der Seite sehr hohe Verluste widerfahren. Aber auch hier, wenn ich sehe, das waren mal 2000 Einheiten, haben auch Verluste. Müssen. Ihre Verluste sind eindeutig geringer als meine. Ich hatte die doppelte Stärke. Na gut, ich musste angreifen. Wer angreift, hat immer größeren Verluste. Also ich denke da immer so an den Mittelalter, wenn dann die Leute eingegraben haben in ihren Burgen. Da muss es ja auch immer, es war, wie war das? Ich sag mal, wenn er irgendwie, bei Total War habe ich mir das irgendwie so eine feste Faustregel gemacht. Immer 3 zu 1, Angreifer immer dreimal mehr als die, die verteidigen. Ja, das war jetzt das Gefecht und wie viel mal kriegen wir? 5000? 6300. Ja, und 3000 haben wir verloren. Yippie-yay, das war natürlich ein richtiger Gewinn. Ja, ich gehe wieder auf Medizin. Dann kriegen wir 8% der Leute wieder. Das nächste Mal 10. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber wir brauchen Leute und wir kriegen nicht so viele Leute rein, wie wir quasi verlieren. Also noch geht's. Aber dann bei der nächsten großen Schlacht, die 8000, die ich hier habe, sind dann quasi tot. Das weiß ich jetzt schon. Ja, und dann ist es natürlich nicht verkehrt, wenn man irgendwie 10%. Ja, wieder 10. Vielleicht, wenn man das maximal ausgebaut hat, 20% der Gefallenen wiederbekommen. Oh, neue Rekruten zu finden ist nicht nur einfach, also unerlässlich seine Soldaten zu heilen. Gut, ich wollte nur mal nachgucken, nicht, dass es darum geht wegen Offiziere, dass es nur um die Offiziere geht. Das wäre ein bisschen doof. So, das übernimmt man. Yes, und dann, ja, wounded, 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 doof. Und ja, dann heißt es hier wieder Leute auffüllen im zweiten Korb. Oh, gerade wieder Offiziere verloren, das ist ärgerlich. Hier haben welche wenigstens Erfahrungen gemacht, das ist ganz toll. Das finde ich mal ganz gut. Gerade für die Nahkämpfer. Aber hier dann bessere ausgebildete Nahkämpfer. Ferrero hat es erwischt. Das ist das, was ich meine, ne? Wenn wir jetzt den schlechten Führungsmann haben, dann haben wir Effizienz gleich 0. Das ist natürlich. Und ich habe hier keine. Yes, sir. Ja, der wird wahrscheinlich. Hey, draußen sind. Na gut, dann kaufe ich die Besten der Besten. Ja, Geld haben wir ja gerade, ne? Aber wie gesagt, keine Leute. Gut, ich werde jetzt hier die nochmal weiter verbessern, hier im zweiten Korb. Und wenn noch Leute übrig sind, werde ich sie in die vierte, ins vierte Korb bauen.
Und sonst sehen wir uns ja nächstes Mal in Stones River wieder, ne? Also, liken, kommentieren nicht vergessen. Abonnieren wäre auch ganz gut. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.